Hallo Leute, so, wir sind im zweiten Teil der langen Aufnahme, das ist Teil 72 jetzt und ja, da haben wir die Kohlegeschichte, die ich da letztens noch genannt habe, die werden wir jetzt in dieser Folge dann wohl ausbauen, ne? Ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen und ich hoffe, das klappt alle so, dass wir auf dem Großbildschirm gleich richtig landen. Ah, da ist noch Kohle. Oh, ich glaube, 26 Tage schaffen wir nicht mehr hier hin. Ne, ich glaube, das wird nicht klappen, 26 Tage hier Kohle anzuliefern. Das können wir vergessen. Dann müsste ein Kohlezug ja kommen und dann müssten wir auch noch rüberfahren. Okay. Terminal. Das wäre das. Warte, lass uns erst den Zug holen. Kohlezug. Hier ist das, oder? Nein, Kohle war da hinten. Oh. Dann müssten wir auch noch den Kohlezug hier anschließen, ne? Da fahren ja auch noch LKWs hier, ne? Wenn das so schaffen, weißt du was? Wir können das Spiel aber pausieren und bauen dann, ne, oder? Station Güterbahnhof. Den müssen wir mal drehen. Und länger machen wir den auch noch. Wie lang geht denn? Oh, geht reichlich lang, ne? So lang wollen wir gar nicht. 160, zwei Gleise. Passt. Ja, passt, sehen wir. Mal so. Machen wir so, ne? Jetzt kann er hier nicht rüber, oder was? Glaubst du doch nicht, oder? Okay, das heißt, kannst du abreißen. So geht's. So geht's dann auch. Und dann müssen wir noch hier rüber. So, ich kann von links darüber. Also ich komme hier rein, fahre da rein, ich fahre nach links, ich komme da raus, fahre da und kann auch da an. Ja, irgendwie so war das schon richtig. So, Signale. Ist definitiv da eins zu setzen.
um da einzusetzen, während dieses hier ein normales Signal sein darf. Hier muss auf jeden Fall frei sein, dass er da reinfahren kann. Ah, stopp, da haben wir was falsch gemacht. Das wäre so richtig und das wäre so richtig, weil der soll nur da rausfahren, wenn hier frei ist. Und das hier kann auch noch dahin, oder? Wenn er da reinfährt, kann er direkt reinfahren. Ich muss gerade überlegen, das muss ein Doppelsignal sein, weil da soll er ja nicht reinfahren, wenn er da nicht reinfahren kann. Ah, das hat ja wieder gut geklappt mit dem Doppelsignal. Hier soll er nur reinfahren, wenn er da durch kann, ne? Hier, also die können bis dahin warten, bis da frei ist, ist klar. Ja, ich glaube, das ist so vielleicht erstmal ausreichend. Der muss das frei haben, dass er da durchfährt. Ja, ich glaube, das könnte so klappen. Und mach mal hier ruhig nochmal zwischendurch ein normales Signal hin. So, und hier müssen wir noch überlegen, wie hier die Kreuzung sein muss, ne? Hier müssen wir wahrscheinlich mit Brücken bauen. Aber wie baust du hier die Brücke, dass der da hinfahren kann? Also am einfachsten ist erstmal, dass der da rüberfahren kann. Das müsste so gehen, oder? Wenn es denn nicht hier oben so steil wäre, oder? Das können wir schon mal so lassen. Da kommt erstmal ein Signal hin, damit das erstmal so weit ist. Passt. Also hinfahren können sie von dieser Richtung auch schon mal. Weil hier war doch die Kohlegeschichte, oder? Ja. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass die da auch noch von da hier rüber können. Da müssen wir eine Brücke bauen, die hier irgendwie so rüber geht, oder? Immer wählt das Ding sich ab, ne? Ja, wäre schön, wenn die Brücke auch gehen würde, ne? Tut sie nämlich nicht. Ah. Ja, will ich abschreißen. Das kann nicht sein, oder? Wieso geht das schon mal nicht? Kann hier nicht bauen. Weg, ja. Tunnel. Wie weit kann ich den ziehen? Gar nicht. Der kann auch schon weg. Das hat auch schon wieder nicht funktioniert, ne? Tunnel. Betontunnel, was haben wir denn noch? Nur ein Betontunnel. Wo ist Cursorhöhe?
Tunnel ist genauso schlecht bauen, wa? Ich möchte das hier abreißen. Kriegen wir das hin? Ja. Tja. Tunnel. Ich möchte einen Tunnel bauen. Können wir das irgendwie hier hinkriegen? So, okay. Da geht's jetzt runter her. Also das kann ja jetzt hier nicht sein, oder? Das Schild auch weg. Keine Ahnung, wie das hier geht. So geht's wohl. Äußerst schwieriger Plan hier. So, der kommt von da, fährt hier rum, kann da rüberfahren. Aber er kann nicht nach hier fahren, aber da muss er von da kommt, hier durch den Tunnel. Gut. Und der fährt dann hier weiter und fährt hier rüber. Geht da aber nicht. Das geht auch nicht. Kannst du also da schon mal abreißen, beziehungsweise die Höhe verändern. So, dann den Bulldozer noch raus, das muss noch mal weg. Und das muss auch noch mal weg. So, und dann muss er jetzt hier gebaut werden, von da und hier rüber. So ist gut, oder? So, Signal. Vorsignal muss hier hin, weil er soll da nichts blockieren. Und er soll da auch nichts blockieren. Und dann da noch. Kreuzung ist dann frei. Ja, das bleibt so. So, jetzt können die von der Kohle da hinten holen, hier durchfahren, hier rüberfahren, hier lang fahren. Und da müsste es klappen soweit. Zurück fährt der Zug hier lang, kann hier rechts abbiegen. Sollte also funktionieren. Wichtig ist, dass er da auch hinkommt. Aus dem Lokschuppen raus, kann er hier lang, fährt hier rum, kann aber hier nicht links abbiegen. So geht's. Ja, dann kann er da rein, ne? Das ist schon mal etwas. So, jetzt kaufen wir einen Kohlezug
und hängen da. Ist das Kohle? Ja. 18 Tonnen dran. Der ist weniger, 5 Tonnen. 8 Tonnen, nicht 18. Der hat Gewicht 18 Tonnen. Machen wir so, ne? Kaufen. Halt hinzufügen. Den da. Laden. Halt hinzufügen. Den da. Entladen. Speichern als. Kohle zu Felden Nord. Ist okay. Starten. So. Die Kohle sollte hier ankommen jetzt. Jetzt brauchen wir hier noch ein Lagerhaus. Der braucht aber eine Straße, also müssen wir die wohl verlängern hier. Dann nochmal das Lagerhaus. Kein Geld. So, jetzt müssen wir 92.000 zusammen. Warte mal, wir müssen keine zweiten haben, wir müssen trotzdem, weil wir brauchen noch einen LKW. Und da muss auch noch eine Station dann hin. Na super. Terminal 42. Geht da nicht hin, weil unser Gebiet da nicht ist. Ey, super, oder? Und so rum geht das auch nicht. So geht's. Und liegt auch drinne. Machen wir. So, jetzt müssen wir nur einen LKW haben. Machen wir Pause raus, weil fahren geht ja schon. Aber keine Straße von da hinten hin, das heißt, wir brauchen jetzt hier auch noch ein Fahrzeugdepot. Jetzt wird's teuer, ne? Ja, doch, das ist schon richtig. Was kostet der Spaß? 49.000 hätten wir. Warum geht's nicht hin, das ist die Frage. Ah, so geht's. Und jetzt kaufen wir noch einen LKW, der Kohle fahren kann. Das wäre nur der mit 53.000, die wir jetzt gerade wieder nicht haben. Da kommt zwar jetzt ein Holzzug, aber leider hat er das Falsche geladen. So. Kaufen, Pause machen, halt hinzufügen, diesen laden, halt hinzufügen, diesen entladen, speichern als Route 65, ja, egal jetzt, und starten. Das kann alles zu. Wie viele Tage haben wir noch? 15 Tage verbleibend. So, jetzt ist die Frage, wann der Kohle zukommt. Da kommt er. 11 Tage verbleibend. Er kommt an, das ist schon mal gut.
Wieso hat er nicht abgeliefert? Stopp. Wieso hat er nicht abgeliefert? Weil kein Lagerhaus da ist, kann das sein? Wo ist denn der LKW? Da aber. Wie viel Geld haben wir? 61.000. Das heißt, wir brauchen noch ein Depot, ein Lagerhaus. Direkt hier. Vielleicht nur ein kleines. Pack das da hin und mach da. Was machen wir da rein? Kohle. Und dieser Zug soll nochmal umdrehen. Gut, das ist geregelt. Er bringt da jetzt was hin. Und wie viele Tage haben wir noch? 7. Und erste Lieferung ist da. Noch 5 Tage. Ist aber noch was auf Lager. Jetzt ist nichts mehr auf Lager. 4 Tage. 3 Tage. Der liefert aber gerade wieder der LKW. 10. Sollen wir das gerade kaufen? Ich kauf's lieber, bevor das pleite geht, sonst wäre alles umsonst gewesen. Das sollte jetzt funktionieren. Gut. Hier sind 39 drin, der kann jetzt auch hin und her fahren. Da kommt schon der nächste, aber der hat gar nicht viel geladen. Stopp mal. 11 Ladungen. Okay. Lass mal normal laufen. Okay, hier geht sowieso nicht so viel rein. Ja, ich würde sagen, funktioniert erstmal, ne? Was? Wir haben schon 40 Minuten, das kann ja nicht wahr sein, oder? Oh Gott. Also, einmal eine super lange Folge, vielleicht splitte ich die auch oder hab sie gesplittet, dann habt ihr das gemerkt, ne?